Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. In diesem Video möchte ich die Infalllösung und die IRA-Health-Lösung zum Thema Covid-19-Impfzertifikate zeigen. Und zwar möchte ich zeigen, wie man als Entwickler ein WAR auf einem Tomcat deployt. Dafür muss man auf den Branch Feature WAR Packaging Tomcat gehen. Jetzt müssen wir das Ganze klonen. Das wird jetzt auch gleich eine Weile dauern, aber ich erzähle dann einfach ein bisschen was darüber. Geht Clone und dann hier die URL. Und während das jetzt klont, das dauert so ungefähr, ja, ich denke mal 50 Sekunden. Ja, genau. Also wir haben zwei Betriebsmodi. Wir haben einmal den Modus, dass wir einfach mit einem Quarkus All-in-One-Package laufen. Das ist unser Hauptentwicklungszweig. Da funktionieren auch alle Tests und das ist auch das, was wir empfehlen würden. Aber wir können auch unsere Anwendung in einem WAR paketieren und dieses WAR kann man dann auf dem Tomcat laufen lassen. In diesem WAR paketieren wir eine ganze Menge an Technologie, die wir brauchen. Konkret Weld für CDI, REST Easy für JAX-RS und SmallRAI Config für MicroProfile Config API. Und dann halt die typischen Libraries, JSON-Libraries und ähnliches. Da haben wir ein paar Jackson-Bundle wir mit und wir haben auch ein paar Glassfish-Libraries mit dabei. Und diese kann man halt ganz normal verwenden. Ich werde jetzt gleich hier den Branch brauchen, deshalb kopiere ich den schon mal. Copy. Und wenn das jetzt ausgecheckt ist, dann muss ich auf diesen Branch wechseln und dann kann ich mit MVN Package kann ich dann ein WAR erzeugen. Jetzt gehe ich in den Ordner erstmal rein, so, und jetzt kann ich mit Git Checkout kann ich auf den anderen Branch gehen. So, jetzt bin ich in dem anderen Branch und jetzt gucken wir kurz in die POM rein. Hier sehen wir, dass das das Packaging WAR ist. Das ist das, was wir haben wollen. Und jetzt können wir das einfach mit MVN Package und dann dmaven.test.skip gleich true. Das sorgt jetzt dafür, dass Maven nicht die Tests kompiliert. Der Grund dafür ist, dass die Tests nur auf dem Main Branch funktionieren, weil die starke Quarkus-Abhängigkeiten haben und wir haben hier die Quarkus-Abhängigkeit entfernt. Jetzt haben wir das entsprechende WAR gebaut. Das ist hier jetzt in Target DGS-A.WAR drin. Da ist es. Und dieses WAR muss jetzt mit einem Tomcat deployen. Um das zu machen, zeige ich euch mal kurz, wo mein Tomcat ist. Und zwar, der liegt bei mir einfach in Home und dann Apache Tomcat 9043. Da ist er. Und jetzt gehe ich erstmal ins Bin-Verzeichnis und dann starte ich den erstmal und start up. Jetzt startet er. Was nochmal wichtig ist, das möchte ich euch kurz zeigen. Ich habe hier eine setenv-Datei schon angelegt und in dieser setenv-Datei kann ich die Variablen generieren, die ich hier brauche. In meinem konkreten Fall, ich bin hier in der RU, also ich habe eine Connection zur RU-Infrastruktur der Telematik. Ich habe einmal die Connector, ich habe ein Connector-Zertifikat, das liegt auf meinem Desktop. Das gebe ich euch nicht, weil das bräuchte es wichtig für mich. Und hier ist nochmal das Passwort für das Zertifikat. Ja, das könnt ihr ruhig wissen, weil solange ihr das Zertifikat nicht habt und einige andere Dinge, kommt ihr dann eh nicht rein. Und am Ende des Tages ist es auch nur eine Testinfrastruktur. Dann hier ist die Base-URI von meinem Connector. Und es ist auch so, dass die Connector-Zertifikate, die auf dieser URI verwendet werden, da dürfen auch keine Hostname verifiziert werden, sonst geht es nicht. So, was wir jetzt machen ist, wir kopieren diese Datei in den Web-Apps-Folder von dem Tomcat. Und dann können wir auch, bevor wir das machen, kann ich dann auch nochmal ins Tomcat-Log gehen, damit ihr nochmal seht, was im Tomcat passiert. Genau, also wenn ich hier nochmal ein Tail und dann Tail-F und dann gehe ich in die Logs und dann gehe ich in Catalina Out. Dann sehe ich sozusagen, was hier passiert und jetzt kopiere ich das da rein. Und wenn dann alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, müsste gleich in diesem Tomcat diese Web-Applikation deployed werden. Und genau, jetzt geht's auch los. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, Weld ist gestartet, JAX-RS ist gestartet, jetzt ist es da. Und wenn ihr jetzt die URL eingibt, localhost 8080 dgc-ps-up/dgc/covid-19-vaccination-certificate.html, dann kommt ihr hierher. Jetzt gucken wir, ob es geht. Genau, geht. Hier kriegt ihr das Formular und das kann ich jetzt einfach mal ausfüllen. Ich bin am 7.16. dann 1986 geboren und die medizinische Einrichtung, hier würde die Betriebsstättennummer reinkommen. BSNR heißt die. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine Testnummer. Ich wurde mit Johnson & Johnson geimpft und zwar letzten Sonntag am 19. Und was ich jetzt machen kann, ist, jetzt kann ich auf Zertifikat erstellen klicken. Dann dauert es eine Weile, kann ich euch noch kurz zeigen, weil da läuft das Log ganz gut durch. Es wird jetzt intern wird mit dem Connector gesprochen, es wird ein IDP-Token geholt und mit dem IDP-Token wird dann dieses schöne Testzertifikat erstellt. Da ist es. Und es ist auch so, dass wir die normale REST-Schnittstelle mitbringen und die REST-Schnittstelle,
Die findet ihr, indem ihr hier oben REST eingebt und dann hinten dran die normale Open API URL. Die kann ich euch auch kurz mal zeigen. Und zwar hier in Main ist eine Open API Spezifikation mit drin. Jetzt kurz auf YAML gehen, da ist sie. Und hier oben, das ist die URL und wir haben hier eine URL, wo man einfach Parameter ranhängen kann. Und zwar, hier kann man jetzt Parameter ranhängen, also fn test und dann so weiter. Und wenn ich jetzt hier auf Eingabe drücke, dann wird versucht, mit diesen Parametern ein Zertifikat zu erstellen. Genau, aber was ihr hier seht, ist, da ist zurückgekommen, ja, hey, hat nicht funktioniert, weil es wurden 14 Schema-Invalidations gefunden, was auf gut Deutsch bedeutet, ey Manuel, bitte guck mal, dass du hier ein paar mehr Parameter ranhängst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.